Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter an diesem Sonntag. Ja, es wird eine sehr zähe Angelegenheit mit dem Frühling, denn es kommt aktuell jetzt aus Norden und beziehungsweise Nordosten nochmal richtig Kaltluft zu uns. Ja, und die wird sich nächste Woche erstmal behaupten, bevor es dann zu Ostern durchaus langsam etwas milder werden kann. Wir schauen uns mal alles im Detail an, was tut sich aktuell, und da sehen wir nämlich ganz gut an den Taupunkten von heute Morgen. Den Taupunkt hatte ich hier ja auch auf unserem YouTube-Kanal mal erklärt, da gibt es auch ein Erklärvideo, dass die Taupunkte negativ sind schon im Norden. Das heißt, Kaltluft aus Nordosten setzt sich jetzt im Tagesverlauf bzw. dann bis Montagmorgen weiter nach Süden durch. Das heißt, eine ganz andere Luftmasse kommt rein und damit wird es trockener werden. Die Niederschläge ziehen sich heute also immer weiter nach Süden zurück. Wenn wir uns da mal anschauen, wie sich die 0-Grad-Grenze bis Dienstagabend entwickelt, sehen wir ganz gut diese Entwicklung, dass die Kaltluft uns flutet. Und die 0-Grad-Grenze, man sieht schön immer so dieses Schwanken, das ist tagsüber mit der Erwärmung natürlich dann, die Sonneneinstrahlung ist ja schon relativ stark, dass sich tagsüber die Luftmasse erwärmt und dann in den Nächten uns aber doch relativ verbreitet Frost bevorsteht in den nächsten Tagen. Schauen wir uns das mal im Detail an und sehen, in der Nacht werden die Niederschläge doch vielerorts nachlassen, ziehen sich allmählich Richtung Alpen und so östliche Mittelgebirge zurück. Dahinter klart der Himmel relativ verbreitet auf, ja, und dann stellt sich eben in dieser eingeflossenen Kaltluft relativ verbreitet Frost ein. Deswegen auch ein bisschen aufgepasst natürlich nochmal wegen Glätte, wo die Straßen nass sind zum Beispiel. Da kann es natürlich auch nochmal glatt werden. Ja, wir sehen dann, dass uns am Montag doch vielerorts dann insgesamt recht freundliches und trockenes und sonnigeres Wetter bevorsteht. Insgesamt bilden sich vor allem so über dem Osten, teilweise auch über dem Süden, durchaus nochmal ein paar kompaktere Quellwolken. Das heißt, es können auch vielleicht mal so von der Ostsee einzelne Schneeschauer in den Nordosten ziehen, und dann haben wir besonders so in den östlichen Mittelgebirgen auch noch mal einzelne Schneeschauer, die möglich sind. Viel wird es nicht sein, ebenso auch so Richtung Alpen. Überwiegend wird es für die allermeisten trocken bleiben und recht freundlich. Ja, wir sehen aber schon danach der frostigen Nacht, die Temperaturen kommen nicht richtig aus dem Quark. Maximal so knapp zweistellig, vielleicht mal so am Rhein. Ansonsten liegen wir doch verbreitet im relativ kühlen einstelligen Bereich. Was tut sich im weiteren Verlauf? Ja, es wird allmählich ein bisschen unbeständiger, denn wir sehen an der Wetterlage zwar, dass uns insgesamt eine Hochdruckzone beschäftigen wird mit der Kaltluft aus Nordosten, aber wenn wir uns mal die Höhenwetterkarte anschauen, denn in der Höhe, da wird häufig die Musik gemacht beim Wetter, sehen wir doch deutlich einen recht ordentlich ausgeprägten Höhentiefkomplex, der uns eben speziell im Osten und im Südosten beeinflusst, während insgesamt der Westen und Nordwesten näher an dieser Hochdruckzone liegt. So wird es so sein, dass am Dienstag und am Mittwoch uns dann zunehmend aus Osten her insgesamt mehr Wolken beschäftigen und dann eben auch die Schauerneigung, die Niederschlagsneigung insgesamt zunimmt. Das wird vor allem so in der Osthälfte schrittweise der Fall sein. Das heißt, vor allem in den östlichen Mittelgebirgen, vielleicht aber auch mal nachts und morgens sogar mal bis in tiefe Lagen noch, kann durchaus mal Schneeregen und Schnee noch dabei sein. Je weiter man im Nordwesten und Westen und Südwesten ist, desto geringer wird die Niederschlagsneigung wohl sein. Insgesamt nehmen aber auch hier die Wolken zu. Ja, an den Temperaturen muss ich nicht viel zu sagen. Schon ein wirklich frischer Aprilstart, besonders im Osten, aber auch so von Bayern bis nach Sachsen, Brandenburg, Berlin, auch Mecklenburg-Vorpommern, doch ziemlich frisch mit deutlich einstelligen Höchstwerten. Ja, nach Westen vor allem, wo die Sonne durchkommt, da geht es dann mal knapp in den zweistelligen Bereich, teilweise mal rein. Wenn wir uns dazu die Tiefstwerte anschauen, hatte ich schon erwähnt, wir gehen es kurz durch, mal einmal die Nacht auf Dienstag und die Nacht auf Mittwoch. Ja, verbreitet steht uns leichter Frost zumindest bevor, speziell ländliche Gebiete, Mittelgebirgsraum, vor allem so die höheren Tallagen, da kann es auch mäßigen Frost von minus 5 oder sogar darunter geben. Also nochmal richtig Blümchenalarm für frostempfindliche Pflanzen. Wenn wir ein bisschen weiter schauen, wie entwickelt sich das so in der zweiten Wochenhälfte? Wir schauen mal direkt so auf die Wetterlage, was sich so entwickelt bis zum Wochenende, dann bis zum Samstag. Und da ist ganz klar, die Wettermodelle, das hatten wir auch schon in den vergangenen Tagen immer wieder gesehen, dass die Tendenz ganz klar zu einem kräftigen Skandinavien hochgeht. Ja, und das wäre eben, wir sehen hier das US-Wettermodell und das europäische Wettermodell sind ziemlich einig,
Das wäre jetzt natürlich im Winter die Hochwinterwetterlage schlechthin. Da gäbe es Dauerfrost, richtig teilweise strengen Nachtfrost. Aber wir haben jetzt eben April. Wir sind lange nicht mehr im Hochwinter. Wir sind schon quasi mitten im Frühling. Und deswegen wird es so sein, dass sich eine östliche Wetterlage dann allmählich erwärmt. Das heißt, zu uns kommt zwar nicht aus Südwesten oder Süden deutlich mildere Luft, aber die Jahreszeit, die spielt damit rein, dass sich so eine Wetterlage schrittweise erwärmt. Weil beispielsweise, wo die Luft dann herkommt, auch so über Osteuropa, die Landflächen dort, die werden unter einem Hoch auch nicht mehr kälter werden, sondern die werden jetzt schrittweise natürlich auch im Frühling milder werden. Das heißt, automatisch wird so eine Wetterlage schrittweise ein wenig milder werden. Was man noch sagen kann, wir liegen nur am Rande des Hochs. Das heißt, es wird auch nicht insgesamt besonders stabil sein. Insgesamt eine eher geringe Niederschlagsneigung, vor allem nach Westen und Südwesten wohl hin. Und insgesamt nach Osten wird es wohl häufiger dann mal zumindest Schauer geben. Dazu habe ich wieder einen ersten Trend für die zweite Wochenhälfte. Schauen wir uns das Ganze an. Donnerstag, Freitag und Samstag. Da sind wir ja schon bei dem Karfreitag und Karsamstag, sagt man glaube ich auch. Ja, und wir sehen schon insgesamt vor allem so, besonders erstmal so am Donnerstag, speziell Sachsen, Erzgebirge, östliche Mittelgebirge, Bayern, durchaus nochmal Schneeregen oder Schnee dabei. Tagsüber ist es eher der Regen. Und dann sehen wir schrittweise langsam die Erwärmung, wie sie einsetzen wird. Das heißt, die Temperaturen steigen tagsüber langsam an und in den Nächten geht die Frostgefahr langsam zurück, dass auch die Nächte ein bisschen milder werden. Insgesamt lässt sich sagen, je weiter man wohl so im Osten und im Südosten und Süden ist, das heißt wiederum speziell auch so von Bayern, südliche Mittelgebirge bis in den Osten Deutschlands, desto eher gibt es hier dann eben auch mal zumindest ein paar Schauer und leichte Niederschläge. Je weiter man im Westen, Nordwesten ist, desto näher ist man an dem Hoch und desto eher bleibt es wohl trocken und insgesamt auch mit weniger Wolken. Das heißt, wir sehen zusammengefasst leicht unbeständiges Wetter, aber die Temperaturen steigen wohl schrittweise dann so ein klein wenig an, auch wenn es natürlich nicht der große Wärmedurchbruch ist bei dieser Wetterlage. Wenn wir dazu mal ein bisschen jetzt natürlich dann zum Ostersonntag, Ostermontag schauen, was tut sich da bei der Wetterlage? Und eigentlich ist ganz klar, dass weiterhin die Modelle eher dahin tendieren, dass uns eben dieses Skandinavienhoch beschäftigen wird und durchaus eben die Temperaturen meistens eher so wahrscheinlich bei 10 bis teilweise 15 Grad liegen. Also schon ein bisschen milder, die Frostgefahr geht zurück, aber eben auch leicht unbeständiges Wetter uns mit zumindest ein paar Schauern am Rande dieses Hochdruckgebietes bevorstehen wird. Ich will dazu mal ein paar Trends zeigen. Und zwar blicken wir zunächst mal so auf den Osten. Wir hatten gesehen, hier einfach mal für Dresden, ja, man sieht schon erstmal von den Temperaturen, das ist eine ziemliche Aprilfrische, eine ziemlich kühle Angelegenheit mit den deutlich einstelligen Werten, mit denen wir es erstmal zu tun haben. Und dann sehen wir auch im Verlauf der Woche, ich habe unten jeweils nochmal den Niederschlagstrend angehangen. Da sehen wir auch die Zahlen, das ist die Niederschlagsneigung in Prozent, die Wahrscheinlichkeit. Und die steigt dann noch im Verlauf der Woche in Dresden wieder recht deutlich an. Das heißt, hier muss man auch zeitweise zumindest mal mit Regen, vielleicht sogar anfangs auch mal mit Schneeregen rechnen. Es wird also insgesamt deutlich wolkiger schnell wieder werden und insgesamt auch leicht unbeständig und so ganz langsam ein zarter Aufwärtstrend, vielleicht schon so Richtung Ostern, hinterlegte Bandbreite bei den Temperaturen zu beachten, die ist dann dabei. Relativ anders, beziehungsweise deutlich anders, wollte ich sagen, sieht es natürlich nach Westen aus. Wir schauen mal auf einen Trend hier für Köln und da sehen wir schon ganz gut, dass erstmal die Niederschlagsneigung relativ gering ist. Die Niederschlagsneigung nimmt im Verlauf der Woche auch im Westen so ein bisschen zu, bleibt aber meist unter 50%, heißt, es kann auch durchaus mal einen Schauer geben. Aber im Westen war es ja jetzt gerade auch gestern völlig verregnet und nass. Damit ist erstmal Feierabend, das heißt, es wird deutlich trockener werden im Westen und die Sonne wird auch immer mal wieder dabei sein. Aber wir sehen auch bei den Temperaturen nur einen ersten zaghaften Aufwärtstrend, sodass eventuell dann so Richtung Ostern am Rhein auch schon die 15 Grad Marke dann mal geknackt werden oder erreicht werden kann. Aber es ist eben weiterhin nicht die ganz große Wärme, die uns erstmal bevorstehen wird. Das heißt nochmal, Ostern wird eher so bei 10 bis 15 Grad liegen und eben auch mal leicht unbeständig mit ein paar Schauern in Deutschland. So ein bisschen habe ich da mal weitergeschaut und wenn wir uns das ECMWF-Mittel mal so
so Richtung Mitte April anschauen, da muss man ja immer so ein bisschen die Konstellation der Großwetterlage anschauen, was könnte uns bevorstehen. Und da gibt das Mittel des ECMWF-Wettermodell doch Signale, dass sich das Skandinavien-Hoch eher weiter nach Osten zurückzieht, über Nordosteuropa. Ja, und das allmählich auf dem Atlantik Richtung Westeuropa wird mehr Tiefdruckeinfluss angedeutet. Und das könnte dann bedeuten, dass uns so Richtung Mitte April doch eine deutlichere Erwärmung bevorstehen wird, wenn diese Tiefdruckzone eben aus dem Mittelmeerraum deutlich mildere Luftmassen heranschaufelt. Also so ganz langsam könnte sich dann ab Ostern was tun, dass die Temperaturen zumindest jahreszeitenbedingt deutlicher ansteigen. Aber eben die ganz große Wärme, die ist erstmal auch über Ostern sehr wahrscheinlich nicht zu erwarten. Ich wünsche euch damit noch einen schönen Sonntag. Morgen gibt es hier wieder das nächste Update bei uns auf dem Kanal. Lasst uns ein Abo da, macht's gut, bis dann und ciao.